Ach, ich bin sprachlos. Den Dead Boy errungen. Wie auch immer jetzt. Ja, letztendlich. Ich habe damit mein Pulver, glaube ich, für heute schon wieder verschossen. Deswegen mache ich jetzt mal eine Challenge. It's in the cards ist das, was ich nach Beans mache. Beans war eine ekelhafte Challenge. Diese Challenge ist... bringt mich immer wieder ins Pause-Menü. Weiß Gott warum. Justice direkt zu Beginn. Ach Gottchen, erstmal Curse of the Unknown. Egal, wir machen das mal. Haben dann hier die Stars Card. Auch die setze ich sofort ein. Bringt mich die Stars nicht in den Itemraum? Ja, geht ja nicht. Gibt ja keine Items. Das ist ja der Witz an der Challenge. Das ist ja der Witz an der Challenge. Das habe ich ja ganz vergessen. Stimmt, da war was. Aber wir haben die 9 Volt, das heißt, es kann überchargen. Mal sehen, was in der Challenge geht. Also, es ist in der Cards, ne? Man sieht schon, man arbeitet hier in der, gefühlt nur mit Karten. Boah, das ist dann aber schon heavy. Vor allem, weil mir hier die Spinnen gerade ziemlich auf den Sack gehen. Stirbst du mal da hinten? Ich weiß, du bist eine Champions-Version, aber irgendwann ist ja mal gut, ne? So, da wäre direkt der Boss, glaube ich, braucht... Ja, komm. Vielleicht ist es clever, irgendwie jeden Raum zu machen, weil... wegen den Übercharges, ich weiß es nicht. Ich finde die Musik im Keller so geil. Wir spawnen es jetzt einmal. Oh, das war die Bombe. Bin am Controller noch nicht so ganz so sicher. Devil. Okay. The Duke of Lies. Ganz ehrlich, setze ich ein, damit das hier ein bisschen schneller geht. Wir werden die Karte ja, die Deck of Cards noch ein bisschen öfter ziehen. Mal sehen, wie lange die Challenge geht. Ich gehe mal von It Lives aus. Bin mir eigentlich relativ sicher. So. Speed Up und Damage Up ist gut. Wir haben hier alles gemacht. Im Shop brauchen wir nicht gucken. Das Einzige... was ich jetzt noch mache, ist, ich gehe hier rein. Für nichts und wieder nichts. Läuft. Aber es hätte ja sein können. Von dem her muss man sowas ja auskosten. No, nochmal Keller. Diesmal wenigstens nicht Curse of the Unknown. Wir setzen das Deck ein. Ja. Hermit. Ja. Gibt Sachen, die machen mich glücklicher als Hermit. Zum Beispiel Kermit the Frosch. Nee. Das ist jetzt eine der Karten aus dem Deck of Cards, wo du sagst, das muss jetzt nicht sein. Shoot the Whoop. Werden wir für den Bosskampf mitnehmen? Denn dann geht der Bosskampf um einiges schneller. Diesmal wegrennen. Die Assis.
Und der Lucky Poop. Ja, der ist bitte down. Ja, läuft, läuft. So, dank Lucky Poop droppt hier auch eine Menge. Das ist sowieso fantastisch. Da lohnt es sich wenigstens jeden Kackhaufen auf kaputt zu machen. Oh Gott, eine Champions-Version davon. Oh. Ach, das ist aber hübsch. Pass mal auf. Oh, warum sind so viele Spinnen im Keller? Ich hasse den Keller mittlerweile. Spaceman war so angenehm. Wie sich die Musik immer hochstaut, ey, das ist so cool. Nein! Ich will doch keinen Schaden nehmen. So. Hermit bringt mich in den Shop. Dann spare ich mir immerhin einmal einen Schlüssel. Nehme das Seelenherz mit. Werde mein Herz auffüllen. Werde. Wo ist die? Da werde dann die Karte wieder drücken. Kriegen eine Death. So. Auffüllen. Boss. Oh ja, da weiß ich schon, wann ich die Death-Karte einsetze. Am besten, wenn es eng wird. Jetzt. Weil jetzt kann ich mit einem gezielten... Nein, nein, genau so nicht. Aber so. HP up, Damage, wichtig. Jetzt guter Teufelsstil, bitte. Oh ja, wow. Wow, Teufel. Wirklich, wow. Gratulation. Für diese Glanzleistung. Nicht. Wie weit geht's? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Bis? Bis Mom. Es geht nur bis Mom. Es geht gar... Oh, Curse of the Lost. Geht gar nicht mal bis It Lives. Wahrscheinlich, weil die Challenge schon schwer genug ist, da du kaum Item kriegst. Schlimmer wird es dann nur bei The Purist. Challenge Nummer 20. Ansus, ich habe mir noch nicht gemerkt im Übrigen, was diese ganzen Steine machen. Ich habe es mir mal kurz durchgelesen, das sind aber irgendwie 8 Stück und ich habe mir jetzt absolut noch nicht gemerkt, was welche machen. Ich kenne nur den, der alle Steine im Raum zerstört. Den Rest habe ich mir nicht gemerkt. Muss ich ja dazu sagen. So. Und here we go. Nein. Fuck, Rückstoß, Alter. Dann hängst du deine Ecke fest. So, jetzt muss ich aber einmal zünden. High Priestess. Ist in Ordnung. Ich kann leider keinem sagen, was Ending 14 ist, weil ich jetzt nicht mal auswendig wüsste, welches das ist. Jetzt könnte ich dir maximal nach dem Run sagen, wenn ich nachgucke, ob ich den selber schon habe. Na, der World bringt gar nichts. Wie scroll ich jetzt eigentlich durch? So, okay. Das zünde ich. Keine Ahnung, was. Völlig egal.
will nämlich das als Kombination haben. High Priestess kannst du nämlich direkt für den Boss verwenden. Der wäre dann auch schon da. Das ist nämlich ein Boss, wo ich das direkt einsetzen kann, damit das ein Happy End hier. Nein. So. Oh. So, da warte ich jetzt. Nein, nein, nein. Boah, doch, das war gut. Boah. Ich dachte jetzt schon, Mom trifft so nicht. 8-Ball, ja, ist okay. Shot Speed up, weil, ne? Warum nicht? Wo ist meine Worldkarte? Wo ist meine Worldkarte? Hä? Ach, hä? Wenn ich eine einsetze, sind beide weg, kann das sein? Oder wie soll ich das verstehen? Ja, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Dann sind wohl beide weg. Ich kann zwei haben, aber sobald ich eine einsetze, ist die andere weg. Anders kann ich es mir nicht erklären. Okay. So, da bleiben wir mal hierbei. The Chariot. Das ist ja total doof eigentlich. Weil was ist, wenn ich beide einsetzen möchte? Ich kann mich... Ich muss mich jetzt schon entscheiden zwischen... Zwischen denen, die ich habe. Das ist ja voll doof. Hm. Gut. Das heißt, Temperance wird wohl weichen müssen, weil die Chariot werde ich dann beim Boss einsetzen. Wann habe ich denn The World eingesetzt? Habe ich das aus Versehen gedrückt? Irgendwann? Warte mal, wir können das ja gleich mal testen. Ah, weißt du, gerade stand vorhin im Chat, ja, wenn ich eine benutze, sind beide weg. What the fuck? Wer soll mit Ahnung haben? Probier das jetzt aus. Andere ist immer noch da. Ich verstehe es nicht. So, Lucky Poop, hast du für mich noch ein Herz oder so, damit ich noch ein bisschen was in die Maschine stecken kann? Das ist nicht so viel Geld. Ja, komm. Oh. Warum nicht? Warum nicht? Genug Bomben für den Geheimraum hätten wir auch. Thank you.
Wow, das ist alles? Ach was, er lässt einen Steam-Sale liegen. Okay. Okay. Das ist gar nicht mal so beschissen. Ah, kacke. Okay, 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 okay. Ach, dann kann ich jetzt eigentlich... Hero Fund sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Oh, das war eine richtig wichtige Karte. Das war eine richtig wichtige Karte. Schauen wir mal. Oh, das scheint hier etwas größer zu sein. Haha, die lachenden Scheißhaufen. Die haben Spaß am Leben. Ist das nicht schön? Okay, dann haben wir den Boss. Mal leben und dann mal den Shop. Mal sehen, da ist vielleicht was drin. Wir haben gut Kohle. Wir haben den Steam Sale. Vielleicht geht da was. Das ist Dare's Options, ne? Das ist sehr gut. Das ist auch sehr gut. Das ist auch sehr gut. Das ist nicht so gut. Und dann sehe ich hier noch eine schöne Kombination. Dazu werden wir als allererstes mal... Wo sind wir? Caves... Ach, Caves 2 schon. Cool. Oh, dazu werden wir erstmal den Boss machen. Ich finde die gar nicht so uncool, die Musik. Ich sehe mich nicht mehr. Okay, jetzt nicht ganz so viele Herzen verlieren, wenn es geht. Beschleunigen wir das noch ein bisschen. So. Ein Engelsraum. Das war beides HP ab. Das ist dieses komische Ding. Nee, nee, das mit dem Deck of Cards ist schon in Ordnung. Das mit dem Deck of Cards ist schon in Ordnung. Wir werden jetzt nämlich die Hero Fund Karte einsetzen. Dann werden wir das einsetzen, kriegen Two of Diamonds. Was sehr geil ist. Denn das möchte ich... Nee, noch nicht einsetzen. Das gebe ich, setze ich erst ein, wenn ich was... Genau, so wegen sowas. Also setze ich erst ein, wenn ich noch was kaufe. Und mit diesem Raum kann ich nochmal das Ding auffüllen. Haben wir hier. Emperor, das ist gut. Wir haben jetzt hier nochmal aufgefüllt. Dafür kriegen wir die Temperance. Nochmal. Werden wir hier spawnen. Habe ich hier nicht noch einen Arcade-Raum? Das ist sogar ganz gut, weil... Weil... Soll ich jetzt schon die Kohle einsetzen? Ja, ne? Dann können wir das nochmal machen. Kriegen The Hermit. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Aber den Emperor kann ich mir aufheben. Für Mom. Warte mal. Hier lag jetzt ein Herz. Okay. Weil dann kann ich ja ein bisschen was noch in die...
Weil ich will, dass die Challenge auf jeden Fall klappt. Ich will, dass wir das schaffen. Weil hier bin ich nämlich den Automat. Das heißt, ich versuche jetzt, auch wenn ich das jetzt ein bisschen rauszögere, ich will die Challenge in jedem Fall schaffen. Deswegen lasse ich mir da ein bisschen Zeit für. Ich werde jetzt in den Arcade gehen. Und schauen, dass wir hier noch ein bisschen Herzen rauskriegen. Dadurch, dass wir alles doppelt kriegen, ist doch die Chance gar nicht so schlecht, oder? Komm. Guck mal, da kommt eine Menge Geld raus. Da kommt nochmal eine Strength raus. Das ist schon mal besser als der Hermit. So weit, so gut. Guck mal, hier droppt alles gleich. Das ist genau das, was ich wollte. Nämlich die Herzzahl. Go, go, go. Spawns nochmal. Ja! Ja! Damit sind wir auf der sicheren Seite. Kriegen wir nämlich richtig viel Geld jetzt. Okay. Ach, ich kann ja end of dagegen laufen. Da kriegen wir auf jeden Fall noch ein HP ab raus, da bin ich sicher. Schauen wir, wie viel Geld wir rauskriegen. Wir können uns dadurch, durch die Maschine können wir uns nahezu unendlich Herzen holen. Das ist schon sehr, sehr geil. Weil wir so viel Geld... Das ist die falsche Blutbank. Mist. Na, warte mal. Ich guck mal, was ich hier noch rauskrieg. Goldenen Schlüssel, jetzt, weißt du. Jetzt. Fuck. Wenn der nämlich nochmal so was rausscheißt. Ja, perfekt. Dann kann ich nochmal oben hingehen. Da ist die Chance, dass die... Das Bloodbag droppt etwas größer. Da sind wir auch schon mal ein paar Mal dagegen gelaufen. Okay. Gerade ein bisschen Full Risk. Einmal mal alle drei hingehauen. Gut, jetzt haben wir 72 Coins. Problem, wenn jetzt natürlich der Spieler gleich weg ist, der nicht mehr groß was rausholen kann, dann haben wir nochmal ein Problem. Wobei, guck mal, wir haben Full Life, Alter. Wir haben Full Life. Oder spawnt jetzt nochmal eine Chariot-Karte, das wäre auch nochmal nice. Ja, genau, das wird jetzt nicht passieren, oder? Oh, nee, noch nicht. Ich krieg nochmal eine extra Chance. Aber nicht auf Geld, bitte. Und er ist weg. Two of Diamonds. 99 Coins haben wir damit. Die Sache hat sich hier total erledigt. Oh, jetzt ist die Frage, setze ich trotzdem noch ein paar Herzen da rein oder nicht? Macht keinen Sinn. Sorry, macht keinen Sinn. Sprengen, gut ist. 99 Coins. Ja, kannst nichts mehr rausholen. Das hat sich absolut erledigt. Bringen wir das auch noch. Ja, scheiße. Da wäre es nochmal Herzen gewesen. Gut, dann ist das jetzt auch wurscht. Da wäre auch nochmal ein Herz gewesen. Aber ganz ehrlich. Ach, da wären auch nochmal Herzen gewesen. Oh, damn it. Egal. Weiter. Kommen wir zu den Deaths. Schade, dass wir beim Engelsraum jetzt nicht noch was Besseres haben rausholen können. Hätte ich eigentlich sehr gefeiert. So, das ist es mir auf jeden Fall wert. Bob's Rotten Head. Huh, das ist es auf jeden Fall wert. Infamy. Und The Judgment. Okay.
Und der Judgment, das ermöglicht einige nette Sachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen... Ach du Scheiße. Einen Teufelsraum nochmal kriegen. Oder einen Engelsraum. Aua. Verdammte Scheiße! Behinderten Kackhaufen! Bin doch nur gegen Tränen geschützt. Alter, der Raum ist ja echt eklig. Was geht denn hier ab? Aber gut jetzt hier. So eine Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mann, dass ich jetzt hier schon unendlich Geld habe, es macht mich echt fertig. Puh. Okay. Also die Challenge zieht sich ein bisschen, aber ich will halt auf Nummer sicher gehen. Ich habe keine Lust, jetzt die nochmal zu machen oder so. Ich glaube, wir spielen dadurch auch was richtig Geiles frei. Ich glaube, es ist der Super Meatball-Fan, wenn mich nicht alles täuscht. Eigentlich offiziell alle down, ne? Nein. Ich rerolle jetzt nichts, weil... Naja, obwohl. Jetzt zweimal Judgment bekommen. Wow. Jetzt habe ich so viel Geld, jetzt kannst du alle haben. Was ist denn mit der Bean? Extra Pill Room. Balls of Steel, nice. Card Against Humanity interessiert mich nicht. Judgment interessiert mich. Und die Emperor-Karte oben. Hier. Ich bin zwar eigentlich schon... Es ist verlockend zu rerollen, weil du jetzt nicht so mega Items hast. Aber ich fühle mich wiederum auch echt sicher mit der Challenge, also mit den Items, die ich jetzt habe. Ich könnte mir halt alles versauen. Ich könnte es aber auch mega easy machen, ich weiß nicht. Ja, man schaltet den Dead Boy aber auch auf frei, wenn man den Darkroom ohne Schaden schafft. Das wurde auch schon vorher bestätigt. Da wäre der Dead Bird da hinten. Na, wäre natürlich schon hübsch. Okay, machen wir so. Ich weiß nicht. Rerollen ja oder nein? Ich denke nicht, nein.
Ich glaube, ich werde das nicht machen. Aus dem einfachen Grund, weil ich jetzt nochmal einen Health-Up habe. Ich meine, mein Schaden ist echt mickrig. Aber mit viel Geduld schaffe ich die Marm schon. Abel? Nee, Fade! Jetzt kann ich fliegen. Okay. Damit ist letztendlich bestätigt, ich werde meine Items nicht rerollen. Oh my fucking God, das ist Fade. Jojo, da, nee, nee, das rerollen wir nicht. Das ist, viel zu geil. Speed down. Egal, das interessiert mich nicht mehr. Also wenn ich jetzt nicht beim Boss mega verkacke, reroll ich das nicht. Ich hoffe insgeheim natürlich noch, dass ein Devil Room kommt für den Judgment. Oh nein. Ja, aber schaut euch meinen Schaden an. Er ist halt gleich null. Man muss echt gut mit Bomben nachhelfen. Nein. Oh my fucking God. Das Pentagramm. Ich rerolle nicht. Um keinen Preis. Ich gehe die Ebene nochmal ab, suche nach Bomben. Und dann hoffe ich, dass ich mir nochmal ein Seelenherz hole. Könnte ich hier, frech wie ich bin. Pass mal auf, es ist kaum kein Devil Room. Das heißt, ich kann die Judgment hier setzen. Ha. Okay. Wenn ich da dagegen laufe, ist mein weißes Herz aber weg, ne? Nee, mache ich nicht. Scheiße. Speed down, dann ernst. Health up. Oh, nice. Full health. Oi, da. Okay. Das ist dieser, ich zerstöre alles im Raum. Stein. Ach, Greed, das hätte jetzt aber nicht sein müssen. Ach, Greedy. Das ist jetzt so unnötig. Das hätte jetzt echt nicht mehr... Oh, oh, ich darf jetzt keinen Schaden nehmen. Also, wenn möglich. Ich würde ganz gerne das schwarze Herz auf jeden Fall zum Mom mitnehmen. Gut. Ich habe so viel Herzen, so viel Geld. Okay, ich versuche jetzt noch zwei ein Seelenherz rauszukriegen mit den zwei Bomben, die ich habe. Und ich werde dann direkt die Emperor-Karte nutzen. Ich habe viele Herzen, das sollte schaffbar sein. Könnte sich zwar ein bisschen ziehen, aber das sollte machbar sein. Komm, gib mir da ein Seelenherz. Nein? Ja, perfekt.
Perfekt. Okay. Guckt euch die Leben an, das sollte wohl machbar sein. Wir sind Necropolis 2, Necropolis auch noch, habe ich natürlich auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Deswegen machen wir jetzt folgendes, wir werden die Emperor-Karte einsetzen und hoffen, dass wir das schaffen. Isaac. Oh, was ist die blaue, Mom? Ich habe die Steine schon mal alle weggemacht. Aber die blaue Mom ist ohne die Steine eigentlich auch recht easy. Es war cool, dass ich diese Rune da bekommen habe. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, egal, soll ruhig nochmal alles Schaden nehmen. So, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren. Und zu viel Schaden darf ich jetzt nicht nehmen. Und dafür ist mein Schaden nämlich nicht hoch genug, dass ich jetzt hier irgendwelche Sperenzchen machen kann. Komm mal raus, ja. Es ist im Übrigen gewollt, dass ich mich dahin stelle. Ne? Für die immer noch nicht wissen, dass der Trick nicht mehr geht. Ist auch gut so. Aber du stehst eigentlich noch immer ganz gut da. Komm, ist gut jetzt. Mami. Gleich haben wir's. Gleich haben wir es. Stark. Sehr stark. Sehr stark. Der Superfan! Ja! Super Meatball-Fan freigeschalten. Also die Kreissäge. Ich würde sagen, gut getimed. Ich habe vielleicht sogar ein bisschen zu gut getimed. Ich hätte das auch locker easier geschafft. Aber hey, sicher ist sicher. Challenge geschafft. Ich bin zufrieden.